Damit nicht alle erschrecken, der Titel heißt wirklich TDD with Contracts, aber Design by Contract ist tatsächlich ein kleiner Teil davon. Stefan, vielen Dank für die Einführung. Haben wir einen Presenter da? Du hast keinen, ist egal, dann machen wir es ohne. Ich hole da noch einen. Genau, das wäre gut, ja. Dann hole ich da noch einen. Aber fangen wir erstmal an, denn das Ganze fängt an mit, wir haben es ja gerade gehört, es war einmal Design by Contract, um Gottes Willen, das ist doch irgendwie aus tiefen Zeiten, eine düstere Zeit, in der die Softwareentwicklung noch in folgende Phasen unterteilt war. Das muss man sich mal vorstellen, da gab es Analyse, Design, Implementierung und dann wurde auch mal getestet. Jede dieser Phasen dauerte Wochen, manche Monate, manchmal Jahre. Manche wurden nie fertig und dann war das Projekt dann irgendwann auch beendet. Für eine fundierte Analyse und Design wurden schreckenerregende Dinge wie Softwareverträge und Design by Contract erfunden. Wer hier im Raum kennt dieses Konzept von Design by Contract, würde mich ja interessieren. Einer, zwei, drei. Es wird an der Uni nicht mehr gelehrt. Es wird ganz kurz angesprochen, aber es interessiert eigentlich dann nicht Hausaufgabe für die Klausur, für eine fiese Frage. Diese wirklich äußerst düsteren Zeiten haben wir endlich überwunden, denn statt wochenlanger Phasen gibt es nur noch minutenlange Aktivitäten. Wir machen einen Test, wir machen Code und dann machen wir ein Refactoring. Und dank dieser neuen Phase, wer braucht heute denn noch Analyse und Design und wer braucht heute noch Softwareverträge? Ja, unser Vortrag ist folgendermaßen aufgebaut. Wir fangen an mit einer kleinen Motivation. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Und anschließend kommen wir dann zu den Kernthemen. Also zum einen TDD und Contracts. Wir werden jeweils kurz zeigen, was es ist, was die Idee dahinter ist, was die Vorteile sind. Und werden auch jeweils eine Eclipse-Demo geben, damit man wirklich mal direkt sieht, wie sich das Ganze anfühlt, wie man damit arbeiten kann. Und dann kommt der Hauptteil des Vortrags. Dann wollen wir nämlich zeigen, wie sich beides zusammen einsetzen lässt. TDD mit Contracts. Auch hier haben wir wieder eine Eclipse-Demo. Und schließlich werden wir dann noch das Vorgestellte zusammenfassen und die Bewertung durchführen und am Schluss haben wir auch noch sicherlich Raum für Fragen und Diskussionen. Gut, warum machen wir das Ganze überhaupt? Ich denke, das ist hier im Raum sicherlich jedem klar, Software-Bugs sind teuer. Und das Schlimme ist, je später ein Bug gefunden wird, umso teurer ist die Behebung. Das heißt, wenn ich jetzt Code entwickle, mache einen kleinen Fehler beim Refactoring und mein Unit-Test wird rot, dann habe ich das in Sekundenschnelle behoben. Wenn aber erst die Testabteilung das Ganze findet, dann wird da ein Bug erfasst, ich muss den Bug-Report lesen, gucken, wo war denn die Stelle, beheben, es muss ausgerollt werden, nachgetestet werden. Das ist wirklich ein ziemlich hoher Aufwand. Und noch schlimmer ist es, wenn das Ganze dann erst beim Kunden gefunden wird, denn dann muss das Ganze nach der Behebung auch noch zum Kunden ausgerollt werden und ganz zu schweigen von dem Image-Schaden, den wir dann haben und vielleicht gibt es auch noch Regressforderungen. Deswegen ist es wichtig, die Bugs so früh wie möglich zu finden und dass man sagt, okay, man entwickelt einfach eine Qualitätsabteilung, testet die Qualität rein. Das ist auch kein effizientes oder kein effektives Vorgehen. Was auch noch ein Punkt ist, wenn es immer mehr Bugs reinkommen, dann ist das Entwicklungsteam auch damit beschäftigt. Das heißt, dann bleibt weniger Zeit, um neue Funktionalität zu entwickeln. Man rennt dann eher den alten Bugs hinterher. Das ist auch sehr schlecht. Es ist also wichtig, schon wirklich bei der Entwicklung darauf zu achten, dass man keine Fehler hat oder dass man möglichst fehlerfrei ist. Wenn wir jetzt Code haben, wo es keine Tests gibt, das kennen sicherlich die meisten aus irgendwelchen Legacy-Projekten, dann ist es auch so, dass die Weiterentwicklung deutlich erschwert ist. Dann traut sich keiner, große Änderungen zu machen. Es könnte ja sein, dass dann vielleicht an einer anderen Ecke was nicht mehr funktioniert. Und meistens ist es dann so, wenn eine Erweiterung kommt, wird dann in der fünften Schachtelungstiefe noch ein If-Then-Else-Statement eingebaut. Das heißt, das führt auch dazu, dass dann die Codequalität über die Zeit noch schlechter wird. Es ist also wichtig, von Anfang an darauf zu achten, dass wir mit guter Qualität entwickeln und daher sind eben die automatisierten Tests essentiell für eine professionelle Softwareentwicklung. Und das sind eben die zwei Kerninhalte des Vortrags. Zum einen TDD, das ist ein erprobtes Verfahren, um automatisierte Tests zu erreichen. Es hat noch viele andere Vorteile, wie wir sehen werden. Und Contracts geben Sicherheit für den produktiven Einsatz über die Testphase hinaus. Gut. Als nächstes kommen wir dann zum Punkt TDD. TDD ist eigentlich, das Konzept hinter TDD ist eigentlich recht einfach. Die Idee ist, dass wir anfangen mit dem Test für eine Funktionalität, bevor wir die Funktionalität selbst umsetzen. Das klingt zunächst mal ein bisschen kontraintuitiv, aber es funktioniert wirklich gut. Und bei TDD gibt es eben den TDD-Cycle, der aus drei Schritten besteht. Wenn ich eine neue Funktionalität umsetzen möchte, fange ich an und schreibe den Test dafür. Und dieser Test sollte natürlich rot sein, denn sonst wäre ich ja schon fertig. Dann gehe ich zum Produktivcode und entwickle nur so viel, dass der Test grün wird. Wenn das dann der Fall ist, dann räume ich den Code noch ein bisschen auf, beseitige duplizierten Code und so weiter, refactor.
Und ja, dann geht es wieder von vorne los. Dann mache ich das nächste Stückchen von der Anforderung, schreibe den Test dafür. Das hier sind wirklich sehr kurze Iterationen. Wir sprechen da wirklich vom Minutenbereich. Das geht wirklich sehr schnell. Und es führt dazu, dass man eben wirklich immer sehr kleine Inkremente hat. Und es kommt erst gar nicht dazu, dass man dann stundenlang, tagelang in eine Richtung programmiert und später merkt, wo bin ich denn da angelangt. Wie das Ganze funktioniert, würden wir ganz gern anhand einer Demo zeigen. Und zwar haben wir folgendes Szenario. Es gibt die MC-Quadratbank, die möchte ein bisschen Werbung machen unter den Studenten. Und da hat sie die Idee, sie bietet ein kostenloses Studentenkonto an. Was bei Studenten natürlich wichtig ist, es muss sichergestellt werden, dass man nicht mehr abheben kann, als auf dem Konto drauf ist. Gut, wir nehmen den Auftrag an, wir entwickeln das Konto. Jetzt vereinfacht heißt es, wir entwickeln eine Klasse Account für das Konto. Gut, hier ist unser Eclipse. Wir fangen also an. Gut, wir legen eine Klasse Account an. Und wir gehen TDD vor, das heißt, wir beginnen direkt mit dem Test. Das heißt, wir überlegen uns, wenn wir jetzt einen Account haben, was möchten wir denn sicherstellen? Wie soll der sich denn verhalten? Na gut, das Erste ist einfach, wenn wir ein neues Konto haben, dann sollte da nichts drauf sein, sonst wäre das äußerst unprofitabel. Das heißt, wir schreiben assert that, new account. Jetzt brauchen wir eine Methode, um den Kontostand zu kriegen. Das wäre sowas wie getBalance. Und der Wert soll 0 sein. Der Einfachheit halber gehen wir von Integerbeträgen aus für den Kontostand. So, jetzt haben wir hier noch einen Fehler. Die Methode getBalance gibt es noch gar nicht. Na gut, dann legen wir sie an. Rückgabewert ist int und na gut, das liefern wir zurück. Standardint ist 0. Dann führen wir mal den Test aus. Fantastisch. Wir sind schon fertig. Gut, das ist jetzt noch nicht so spannend. Ja? Wir hatten noch viele Konflikte mit uns, mit Dozenten, deswegen. Jetzt ist der Test automatisch im grünen geworden, bevor rot war. Ist ja. Das okay oder nicht? Ja, also es sollte schon, der Test sollte normalerweise initial rot sein, das ist vollkommen richtig. Wird auch in den folgenden Fällen sein, aber das ist jetzt, der erste Test war jetzt eben zufällig grün. Dadurch, dass wir hier diesen Standardwert 0 eingetragen haben. Von daher würde ich sagen, ist es an der Stelle vertretbar. Denn die Alternative wäre ja, also beim Int gibt es ja nicht einen Wert wie Null, wie beim Großintiger. Man könnte Großintiger nehmen oder ich schreibe hier einen Wert 13 rein. Von daher würde ich denken, an der Stelle vertretbar. Aber gute Frage. Gut, machen wir weiter. Wenn wir jetzt etwas einzahlen, dann sollte dieser Betrag auch auf dem Konto sein. Der Test ist also Deposit should update balance. Das heißt, jetzt können wir schon ein bisschen refactoren. Wir brauchen jetzt hier wieder den Account. Den lagern wir am besten mal außen einer Variable und machen den vielleicht noch zu einem Feld. Und initialisieren das Ganze dann vor dem Test. So, wir sagen also Account Deposit. Wir zahlen 13 Euro ein. Das klappt jetzt noch nicht. Na gut, legen wir die Methode an. Es handelt sich um den Amount. Gut. Compile-Fehler beseitigt. Jetzt wollen wir wieder die Balance überprüfen. Jetzt sehen wir auch schon, das machen wir hier oben schon. Eigentlich wäre es auch ganz sinnvoll, wenn wir hier eine Methode auslagern. Das ist sowas wie CheckBalance. So, noch ein bisschen aufräumen. So, das heißt, wir zahlen 13 Euro ein. Und was soll es drauf sein? Natürlich 13 Euro. Der Test ist rot. Die Fehlermeldung sagt uns auch, wir haben 13 Euro erwartet, haben aber 0. Wenn wir so in den Code schauen, sehen wir, na gut, den Amount sollten wir uns dann vielleicht merken. Dann weisen wir ihn am besten mal einem neuen Feld zu. Mal gucken, ob das schon reicht. Immer noch nicht. Ach ja, wir haben uns gemerkt, aber die Balance ist ja immer 0. Dann wäre es vielleicht eine gute Idee. Diese Variable, die heißt ja gerade genauso wie die Methode, liefern wir die doch zurück. Fantastisch, alles grün. Nur einzahlen, das ist natürlich auch auf Dauer langweilig. Wobei, nee, wir haben einmal eingezahlt, jetzt nehmen wir nochmal den Fall, dass wir ein zweites Mal einzahlen. Repeated Deposit should update balance. Das heißt, wir zahlen einmal 12 Euro ein und sagen wir mal 15. Und was soll dann drauf sein? 27, würde ich sagen. 13 habe ich geschrieben, ja. Oh, 15.
Stimmt, wir merken uns nur beim Einzahlen den Parameter. Vielleicht addieren wir das Ganze mal. Fantastisch. Jetzt kommen wir aber dann tatsächlich zum Auszahlen, dass wir auch überhaupt was mit dem Geld machen können. Also, Deposit and Withdraw should update balance. Das heißt, wenn wir einen Betrag einzahlen und später einen Betrag abheben, dann sollte auch das Guthaben entsprechend stimmen. Wir zahlen 40 Euro ein, heben, sagen wir mal, 13 Euro ab und wollen dann einen Wert haben von 27 Euro. Methode Withdraw kennt er noch nicht, na gut. Legen wir mal an. Das hat jetzt nicht funktioniert, wir haben immer noch 40 Euro. Dann sollten wir vielleicht hier etwas machen. Genau, einfach die Balance entsprechend dekrementieren. Fantastisch. Jetzt sind wir schon mal fertig in dem ersten Schritt. Wir haben jetzt uns verschiedene positive Testfälle überlegt, die, also in einer perfekten Welt wären wir jetzt eigentlich fertig. Das Konto wird immer nur genauso bedient, wie es gedacht ist. Man zahlt was ein, hebt was ab, hebt nicht mehr ab, als drauf ist. Das heißt, für die positiven Testfälle sind wir jetzt schon mal durch. Wir brauchen später noch diese Klassen, deswegen kopiere ich mal gerade den Zwischenstand. Das wird noch nicht überprüft. Wir sind noch nicht fertig. Das geht davon aus, jeder bedient das Konto richtig, wie es gedacht ist. Werden wir nachher noch sehen, bei den anderen Demos brauchen wir das noch. Aber genau, wie Sie schon sagten, so perfekt ist die Welt natürlich nicht. Gut, was kann denn alles passieren? Man könnte versuchen, einen negativen Betrag einzuzahlen. Das wäre ganz schlecht. Das heißt, Deposit non-positive amount should fail. Wir sagen also mal, dass wir, sagen wir, minus 14 Euro einzahlen wollen. Und hier soll ein Fehler fliegen. Das kann man in JUnit recht komfortabel so schreiben. Wir erwarten eine Illegal Argument Exception. Oh, die fliegt aber gar nicht. Dann sollten wir besser den Test einbauen. Das heißt, wenn am Amount kleiner 0 ist, kleiner gleich 0, dann werfen wir mal eine Exception. Und schon ist der Test grün. Analog gilt das gleiche natürlich auch für das Abheben. Einen negativen Betrag abheben wäre auch nicht so sinnvoll. Withdraw non-positive amount should fail. Wir sagen also, wir heben einen negativen Betrag ab und erwarten wieder, dass die gleiche Exception fliegt wie eben. Das klappt nicht. Ja, kein Wunder, wir brauchen ja den gleichen Check. Und jetzt sehen wir schon, das ist eigentlich, was wir hier schon gemacht haben. Da lohnt sich eine Methode. Raise error if amount non-positive. Schieben wir irgendwie ins Ende. So. Fantastisch. Jetzt sind wir fast fertig. Jetzt haben wir noch den einen Testfall, der schon angebracht wurde, was ja die wichtigste Anforderung ist, dass man nicht mehr abheben darf, als drauf ist. Withdraw amount greater than balance should fail. Das heißt, wir zahlen mal einen Betrag ein von, sagen wir, 40 Euro und versuchen, 100 Euro abzuheben. So. Das Semikolon fehlt, ist noch zu viel. Das klappt nicht, die Assertion fliegt nicht. Na gut, kein Wunder, wir haben es noch nicht implementiert. Und das wäre genau hier die Stelle beim Withdraw. If amount größer gleich balance, dann werfen wir die Exception. Ja, das ist ein Detail, da kann man entscheiden, was man will. Ach, größer, stimmt, ja, genau, auf 0. Das ist richtig. Na, das wäre aber auch ein ganz gutes Geschäftsmodell, wenn man es nicht mehr schafft, das Geld runterzukriegen. Wir bauen immer so kleine Sachen ein in die Vorträge, um zu gucken, ob alle aufpassen. Ja, fantastisch, das funktioniert alles. Es gibt ja die zwei Schritte, roten Test schreiben, Test richtig machen. Jetzt können wir noch ein bisschen refactoren. Also es bietet sich an, diese Abfrage hier auch auszulagern, damit es ein bisschen schöner aussieht. Raise error if amount exceeds balance. So, fantastisch. Und jetzt sind wir fertig. Wir haben unsere Testfälle. Wir haben unsere Implementierungsklasse.
die uns jetzt ein einfaches Konto gibt, auf das wir einzahlen können, von dem wir abheben können. Und wir haben auch die Fehlerbehandlung. Gut, kommen wir zurück zum Vortrag. TDD hat, also außer dass es Spaß macht, hat das wirklich sehr viele Vorteile. Zum einen bezogen auf das Design. Wir implementieren wirklich gegen das Interface. Wir schreiben den Test und rufen die Klasse auf. Das heißt, wir verwenden das Interface und dadurch kriegen wir auch das Interface so, wie wir es gut benutzen können. Per Definition natürlich ist der Code testbar. Und das bedingt auch, dass wir eine gute Modularität haben und eine lose Kopplung. Also wir haben keine riesengroßen God-Klassen, sondern wirklich kleine Häppchen. Auch bei der Effizienz gibt es viele Vorteile. Wir fokussieren uns wirklich auf die Anforderungen. Das heißt, wir schreiben den Testfall, der rot ist, und setzen dann nur so viel um, dass dieser Test grün ist. Das heißt, wir fangen nicht an, drauf loszuprogrammieren, alle möglichen Eventualitäten, sondern wir setzen nur das um, was wir brauchen. Und wir sparen uns auch Zeit im Debugger. Denn wenn wir wirklich sehr viele Tests haben, dann ist halt der Test rot und man kann gleich sehen, wo das Problem liegt. Und last but not least dienen die Tests auch als Dokumentation. Man sieht direkt, wie die Klasse verwendet werden kann, wie sie sich verhält. Der wichtigste Punkt ist aber, dass die Tests als Sicherheitsnetz fungieren. Das heißt, wenn wir für unseren Code eine sehr hohe Abdeckung haben, dann haben wir sehr viel Freiheiten beim Refactoring. Wir können dann wirklich den Code umfassend umstrukturieren und haben trotzdem die Sicherheit, dass er noch so funktioniert, wie er soll. Denn wir haben ja die Unit-Tests, wo dann einer fehlschlägt, wenn eben was nicht mehr stimmt. Der Code bleibt also flexibel und das ist ja wirklich auch essentiell für die agile Entwicklung, wo es dann sein kann, dass ich im nächsten Sprint eine Story reinkriege, die ich nicht vorhergesehen habe und muss dann vielleicht das ganze Modell umkrempeln. Das ist also wirklich wesentlich. Und dieses Sicherheitsnetz kann man auch visualisieren. Wir hatten jetzt einen Test mit 7 Testfällen, 7 Asserts. Kann man sich vorstellen, dann haben wir ein Sicherheitsnetz aus 7 Assert-Statements. Gut, soviel zu TDD. Dann übergebe ich an den Hagen. Vielen Dank. Jetzt gehen wir wieder zurück in die alte Welt. Ha, ich wusste, da ist noch einer. Und ich stecke mal den hier an, weil wir haben jetzt ein paar Folien. Ich hoffe, das funktioniert gleich. Was heißt die alte Welt? Wir sind jetzt wieder ein paar Jahrzehnte zurückgeworfen und in dieser Welt sind die Compiler stinkelangsam. Man braucht wirklich Ewigkeiten, bis die endlich durch sind. Und aus dieser alten Welt, da stammt eine Idee. Die Idee führte übrigens direkt in die Objektorientierung rein. Das ist die Grundidee, eine der Grundideen, die dahinter steckt. Was war die Idee? Die Idee war, dieses Testen ist sowas von mühsam und sowas von kostspielig. Wir müssen vorher klar sagen, was wir haben wollen, dann können wir hinterher auch besser arbeiten und viel verlässlicher arbeiten. Die Idee ist die eines Vertrags. Ein Vertrag hat die Eigenschaft, dass es immer einen Kunden und einen Anbieter gibt und die Rechte des Kunden sind die Pflichten des Anbieters. Und die Pflichten des Kunden sind die Rechte des Anbieters. Was, wie, wo? Hab nichts verstanden. Machen wir es mal konkret. Ich möchte ein Brötchen kaufen. Wenn ich ein Brötchen kaufe, dann habe ich auch sowas wie einen Vertrag. Nämlich, mein Recht ist, ich erhalte ein Brötchen. Habe ich auch irgendeine Pflicht? Oder mal umgekehrt, was bedeutet das für den Anbieter? Das bedeutet für den Anbieter, das ist nicht seine Pflicht, ich muss ein Brötchen liefern. Das tut er aber nicht immer, sondern nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und das sind seine Rechte. Und diese Rechte sind meine Pflichten. Ich muss 50 Cent zahlen. Und das Recht des Anbieters ist, ich erhalte 50 Cent von dem Kunden. Was bedeutet das jetzt für Software? Für Software bedeutet es erstmal, dieser Vertrag, den wir gerade gesehen haben, der ist irgendwie doppelt geschrieben. Ich habe ihn hier und in spiegelverkehrter Richtung habe ich ihn da drüben nochmal auf der Kundenseite. Jetzt mal kurz überlegen, wenn ich einen Vertrag hinterlegen wollte, wo ist er geschickter, beim Kunden oder beim Anbieter? Und die Antwort ist, na, beim Anbieter, weil der bietet einen ganz bestimmten Service an, davon gibt es viele, N, davon gibt es dann ein, lege ich den Vertrag darüber, dann muss ich ihn nicht N mal verteilen. Also, der Vertrag liegt da drüben. Was bedeutet das für unser Beispiel? Das bedeutet, dass der Bäcker genau sagt, pass mal auf, wenn du bei mir einkaufen willst, gibt es ganz klare Spielregeln. Du hast deine Rechte und Pflichten, aber ich muss ein Brötchen liefern, das ist meine Aufgabe. Und mein Recht ist, die Vorbedingungen, unter der ich arbeite, ich erhalte von dir 50 Cent. Und dann erst liefere ich. Das Ganze kann man in Software umsetzen. Java ist nicht dafür vorbereitet. So wie Java ist es. Plain Java kann man das nicht machen. Man kann es aber machen, wenn man Java ein bisschen ergänzt. Das heißt, wir haben ein kleines Framework hier, das heißt C4J, Context for Java. Und das kann man auch ganz einfach unter c4j.vksi.de googeln, beziehungsweise direkt hingehen
Und dort findet man die Beschreibung und den Ablauf und den Download vor allen Dingen von dem Framework. VKSI steht für Verein Karlsruher Softwareingenieure. Das heißt, es ist ein Open-Source-Projekt, das eben Gleichgesinnte zusammen hochgezogen haben. Die erste Generation von diesem Framework stammt übrigens aus Schweden. Die Skandinavier sind bei solchen Dingen, gerade was Objektorientierung angeht, schon immer führend gewesen. Die erste objektorientierte Sprache 1967, Simula, stammte aus Norwegen. Genau. Gehen wir mal rein. Was heißt das jetzt für uns? Das bedeutet, einen Vertrag zu schreiben, da gibt es auch ganz bestimmte Spielregeln. Man nennt es dann Clean Contract. Zum Beispiel, dass man Abfragen von Kommandos klar trennt. Entweder eine Methode ist eine Abfrage und hat einen Rückgabewert, verändert aber nicht den internen Zustand des Objektes, oder aber sie ist ein Kommando. Dann hat sie keinen Rückgabewert, verändert aber den sichtbaren Zustand des Objekts. Das ist sowas unumständlich. Nein, sowas unklar. Das hilft eine Menge. Und das werden wir durch @pure markieren, eine Annotation aus C4J. Elementare Abfragen von abgeleiteten Abfragen sollte man trennen. Erstelle für jede abgeleitete Abfrage Nachbedingungen, sollte man auch wissen. Wir interessieren uns aber erstmal für den Punkt und für Punkt 4. Wir werden für jedes Kommando auch eine Nachbedingung erstellen, durch die durch sämtliche Abfragen formuliert wird, durch die elementaren Abfragen, was denn eigentlich den sichtbaren Zustand, wie der sich verändert hat durch dieses Kommando. Für jede Abfrage und für jedes Kommando prüfen, ob eine Vorbedingung erforderlich ist, ist auch so ein Quality-Check, und formuliere Invarianten, wir wollen keine Redundanz haben. Wenn wir immer wieder dieselbe Bedingung hinschreiben in der Vor- oder Nachbedingung, dann sagen wir auslagern in die Klasseninvariante. Wenn es also immer gilt, dann kommt es in die Invariante. So viel dazu, dass man mal zum Clean Code das Gegenstück Clean Contract gesehen hat. Das ist nämlich tatsächlich so eine Art Gegenstück. Und jetzt machen wir dasselbe Beispiel, oh wie langweilig, nochmal, aber jetzt 20 Jahre vorher. Und wie sind die Typen damals rangegangen? Vielleicht können wir da irgendwas abschauen, was gar nicht so doof ist, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Wir fangen an und machen was ganz Schreckliches. Wir bauen ein Interface. Und das heißt Account Spec, genau. Also Spec heißt jetzt in dem Fall immer Specification Interface. Und da sagen wir jetzt, ich will folgende Kommandos haben. Ich will was einzahlen, das ist Deposit. Es ist ein Kommando, deswegen Void. Und ich übergebe den Parameter Amount. Und ich will was abheben können, Withdraw. Ist auch ein Kommando, deswegen eben Rückgabe Void. Und dann möchte ich auch noch eine Abfrage drin haben, das GetBalance. Das heißt, das ist jetzt eine reine Abfrage, int GetBalance. Und die können wir auch gleich als @pure markieren, dass wir sagen, wirklich, du bist nur eine Abfrage und rein. Jetzt meckert er kurz rum, hat es aber gleich importiert und damit läuft es auch schon. Prima, was machen wir jetzt als nächstes? Na, jetzt gehen wir einfach Stück für Stück vor und erstellen für dieses Interface Account Spec eine Vertragsklasse. Das heißt, wir erstellen, das ist ja C4J, das reinkommt, für dieses Interface eine erklärende Klasse, die spezifiziert für jede Methode die Vor- und die Nachbedingungen. Machen wir es mal. Genau, da gibt es eben auch entsprechendes Plugin für Eclipse. Da hat man das in QuickFix, sieht man direkt die Option Create C4J Contract. Jawohl. Das sieht dann so aus. Und dann haben wir für jede der Methoden, die wir hingeschrieben haben in der abstrakten Form, haben wir jetzt in dieser, das ist keine Implementierung, das ist nur die Vertragsklasse, haben wir jetzt dastehen, die Möglichkeit, eine Pre- und eine Post-Condition zu formulieren in diesen If-Statements. Und innerhalb dieser If-Statements können wir frei agieren, so wie wir es gewohnt sind, Java zu programmieren. Nochmal, das ist nicht die Implementierung des Interfaces, das hier ist die Definition der Methoden, der Vertrag. Machen wir nochmal den Vertrag für das erste Deposit. Das war einzahlen. Was ist die Pre-Condition? Die Pre-Condition war, auch in den Tests vorgesehen, wir wollen nur positive Beträge reinschreiben. Das formulieren wir mit dem Assert-Statement, sagen der Amount ist größer 0 und da hinten schreibt man noch eine Message, die wird ausgegeben, wenn dieser Assertion-Error geworfen wird, damit wir wissen, was er angemeckert hat. Gibt es noch eine Precondition? Ich glaube nicht. Gibt es eine Postcondition bei der Methode Deposit? Das heißt, was verändert den sichtbaren Zustand, sichtbarer Zustand? Wir haben nur eine Abfrage, nämlich GetBalance. Was verändert sich bei GetBalance? Ah ja, natürlich. Wenn ich jetzt den Wert eingezahlt habe, möchte ich natürlich, dass der eingezahlte Wert auch den Kontostand verändert hat. Das heißt, der alte Zustand, assert, von meinem bewachten Objekt, target, getBalance, ist gleich der neue Zustand, Entschuldigung, von meinem bewachten Objekt ist der alte Zustand plus den Betrag, den wir tatsächlich eingezahlt haben. Dieses target, kurz erklärt, das taucht auch hier oben auf, auch eine Eigenschaft von C4J. Für jede Klasse, die später instanziert wird, und so normale, für jedes Objekt, das später instanziert wird, wird automatisch ein Vertragsobjekt instanziert. Und es zeigt über den Zeiger Target auf dieses zu schützende Objekt.
Und wenn hier eine Methode aufgerufen wird, dann springt der rüber durch ByteClass Instrumentation und führt die Precondition erstmal auf, dann die Methode und dann die Postcondition. Damit ich hier abfragen kann, habe ich diesen Zeiger oder diesen Verweis Target. Das heißt, ich frage, was ist mein aktueller Wert? Und das ist der alte Wert plus Amount. Wem es zu kompliziert ist, ich erkläre es nachher nochmal oder steht da in dem Artikel. Nächstes, gibt es noch eine andere Postcondition? Ich glaube nicht. Doch, es gibt eine, schreiben wir es noch hin, nämlich getBalance ist größer 0. Das war ja das, was wir vorher gefordert haben. Die Balance darf niemals negativ werden bei dem Ding. Habe ich größer gesagt? Machen wir größer gleich 0, mein Fehler. Klappt auch beim zweiten Mal noch, sehr gut. Jawohl. Nächstes, Withdraw, abheben. Was ist die Precondition? Ach, ganz einfach, der Amount sollte natürlich auch größer 0 sein. Das kannst du oben klauen, wenn du willst. Aber es gibt noch eine Precondition. Und das war das, was wir vorhin auch schon in den Test eingebaut hatten. Nämlich, der Amount darf niemals größer sein als mein aktueller Kontostand. Ich darf höchstens wieder auf 0 runtergehen. Das heißt, er muss kleiner gleich Target Get Balance sein. Also ich darf nicht zu viel abheben. Ich darf nicht in die Miesen rutschen. Was für eine Postcondition habe ich? Die kann ich hier oben direkt abschauen. Mein neuer Kontostand muss der alte Kontostand jetzt minus dem abgehobenen Betrag sein. Minus Amount. Habe ich noch eine Postcondition? Klar, dieser neue Kontostand, der darf niemals negativ werden, also Target Get Balance größer 0. Und, das sagen wir, also spätestens jetzt haben wir 1:1 das gleiche dastehen, da komme ich nicht mit klar. Das heißt, wir gehen hoch und verlagern das Ganze in die Klasseninvariante. Das heißt, immer dann, wenn Postconditions immer in den Methoden auftauchen, jetzt kann man fragen, warum immer, ich habe ein bisschen zu früh, aber wir machen es gleich. Was kann ich denn bei GetBalance sagen? GetBalance kann immer aufgerufen werden. Ich brauche keine Precondition. Egal unter welchen Umständen, ich kann es aufrufen, im Gegensatz zu Withdraw. Withdraw kann ich nicht immer aufrufen, da brauche ich explizite Preconditions und auch bei Deposit. Brauche ich eine Postcondition und die Postcondition hätte gehießen, das Rückgabewert ist größer 0 und den haben wir jetzt oben in die Klasseninvariante geschrieben, raus damit. Okay? Warum ist das eine Invariante, wenn es nur nachher gilt? Die Klasseninvarianten gelten eigentlich vor und nach der Ausführung. In der C4J-Implementierung werden sie nach der Ausführung der Postcondition überprüft. Das hat auch Performance-Fragen. Okay? Damit durch. Und jetzt, was hätte noch der alte Eiffel-Entwickler, hätte ich fast gesagt, gemacht? Er wäre jetzt noch hingegangen, hätte das Ding implementiert. Wir hätten also jetzt noch die Klasse gebaut, die kannst du jetzt schnappen von vorher. Mhm, genau. Und zwar ist es eben die Klasse, die wir entwickelt haben, ohne Fehlerüberprüfung. Das heißt, es ist absolut eine triviale Klasse geworden. Und wenn wir sagen, Mann, so programmiert man? Ja, weil der Schutz außenrum, der sorgt dafür, dass ich so einfach programmieren kann. Sehr direkt, sehr klar. Und jetzt, was haben wir damals noch gebaut? Eine kleine Demo. Wir sind einfach hergegangen und haben eine kleine Demo-Applikation gebaut und haben dann eben was auch reingezahlt und abgehoben und das war's. Und jetzt gucken wir mal genau hin, was beim Demo-Schreiben passiert. Der Lars wird nämlich ein Konto anlegen. Und jetzt kann er eine Methode an diesem Konto, nämlich wir wollen was einzahlen, deine berühmten 13. Und jetzt kann er schon fragen, die Methode, indem man drüber hovert, sag mal, was für Vorbedingungen hast du eigentlich? Und da tauchen die jetzt schon auf. Ich sehe also ganz genau, wenn ich diese Methode verwenden will, unter welchen Bedingungen kann ich sie verwenden. Und die Bedingung lautet hier, Amount muss größer 0 sein. Passt. Haben wir alles richtig gemacht. Jetzt mach ein Withdraw vielleicht noch von 12. Okay. Und dann noch gibt es aus, System out und das Get Balance. Wir führen diese fantastische Demo aus. Und herauskommt, er weigert sich noch, aber hoffentlich der Wert 1. Na, mal gucken, ob hier was. Ah ja, hier haben wir es. Ach genau, die geht nur beim Fehler auf, deshalb. Okay, aber die Konsole, das ist der Ausgabewert. Ach, da ist es ja, die gewesen, die 1. Jetzt habe ich sie gesehen. Sie war am Rand kurz zu sehen. Wenn du es wieder zurückmachst, dann sieht man es. Ja. Da ist er, genau. Ja, genau. Also, wir haben den, aber man sieht auch, da wurden eine Menge Ausgaben gemacht, weil wir haben das Tracing angestellt. Das heißt, es wurden einiges überprüft. Jetzt probieren wir das mal aus. Fangen wir an, Deposit minus 13. Wir verletzen ganz bewusst den Vertrag. Mal sehen, wie er reagiert. Und jetzt kriege ich eine Fehlermeldung.
dass ich eine Precondition Violation gemacht habe. Und Precondition Violation heißt, dass der Kunde einen Fehler gemacht hat. Der Kunde hat die 50 Cent nicht gezahlt. Ja? Der hat nicht die Pluswerte gebracht, sondern er hat abheben wollen, der Bachel. Und das geht so nicht. Das heißt Precondition Violation, weil ich minus 13 drin hatte. Okay, mach mal die minus 13 wieder zu einer plus 13. Und dafür aus der irgendwie 12 eine 15. Ja, das sagst du so leicht. Nee. Naja, egal. Wir glauben es dir, dass es da steht. Ich hoffe nur, dass es dann nachher verschwindet. Wenn man das jetzt ausführt, dann kriegen wir eine Precondition Violation, weil der Amount muss kleiner gleich balanced sein. Das stimmt. Wir haben zu viel abgehoben. Und kann man jetzt noch irgendwas provozieren, was mir nicht einfällt? Ich wüsste nicht. Negativen Betrag abheben. Negativen Betrag abheben, das können wir noch versuchen. Aber das wäre auch eine Precondition Violation. Postcondition kommen wir gar nicht hin. Doch, mach mal einen Fehler rein. Du hast bei der Implementierung das Plus gleich vergessen beim Amount. Mhm. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Und das sieht dann so aus, dass... du musst noch die richtige... Du musst dann noch in der Demo wieder ein Plus 15 abheben. Genau, ja. Oder zweimal einzahlen ist besser, ja. Und dann kriege ich tatsächlich mal eine Postcondition Violation und sagt, da tut mir leid, also diese sichtbare Zustandsveränderung, die du spezifiziert hast, die ist überhaupt nicht eingetreten. So geht's nicht. So, bittere Steinzeit. So hat man da früher gearbeitet. Schrecklich. Ich gebe es dazu. Echt schlimm. So, zurück. Was lernen wir daraus? Wenn wir wieder auf die PowerPoints gehen. Man hat mit dem C4J-Tool wirklich die Möglichkeit, wunderschön die Dinge direkt zu sehen. By the way, man kriegt dadurch auch so ein Sicherheitsnetz, aber das ist jetzt nicht durch Tests gespannt, sondern durch diesen Vertrag, den ich reingelegt habe. Und dieses Sicherheitsnetz sieht fast ganz ähnlich aus wie das Netz, was wir vorher hatten, hat jetzt 8 Assert Statements, das macht aber den Kohl nicht fett. Das heißt, es hat eigentlich eine ähnliche Qualität, wie wir das vorher gesehen haben. Was wir noch haben ist, wenn ich jetzt Java Doc laufen lasse, dann kriege ich diese Verträge auch mit ausgespuckt. Die sind in der Beschreibung der Klasse jetzt mit drin. Auch das ist Teil von diesem C4J-Plugin. Und was ich noch habe, ich habe beim Design Vorteile, die Schnittstellen sind nicht vollständig spezifiziert, dafür wurde es mal erfunden. Anzeige der Annahmen, die bei der Implementierung dieser Schnittstelle in meinem Kopf auch tatsächlich rumgespukt sind. Effizienz, ich habe eine Fokussierung auf Typebene, auf die reine Was soll das Ganze tun, ohne mich in Implementierungsdetails zu verlieren. Und ich habe dadurch dann, wenn der Vertrag da ist, eine vereinfachte Implementierung. Man hat gesehen, die Klasse hatte keine Guards und nichts. Ich konnte direkt runterprogrammieren. Und bei der Dokumentation kann ich zur Laufzeit tatsächlich diese Spezifikation überprüfen und das Ganze in Java Doc auch reinbringen. Zusammenfassung, wir haben wieder ein Sicherheitsnetz, so wie vorher auch bei TDD. Bei der Codeausführung jetzt allerdings, deswegen haben wir eine Demo bauen müssen. Und fehlerhafte Zustände werden bereits im Probebetrieb erkannt. Das war die Idee. Im Probebetrieb erkenne ich, was los ist. Ja. Im Probebetrieb heißt es, dass ich dann mit Contracts dann Form ausliefern des Produktivcodes wieder rausgehe? Ja, tatsächlich. Erstens, sie kosten Performance. So ungefähr 10-20% Overhead muss man einrechnen. Zweitens, man muss eben herausfinden, welches Verhalten das System dann zeigen soll. Wir haben C4J so gebaut, dass es eben zum Assertion Error führt oder aber nur ein Logging in einem Logfile vornimmt. Und das dritte ist, die Fehler sollten vorher erkannt sein, bevor man ausliefert. Und deswegen ist der Testbetrieb dann so wichtig. Und das ist die Idee, die dahinter steckt, ist der, wenn ich eben eine Software mal im Akzeptanztest habe, ist es der beste Test, den ich ausführen kann. Da passiert so ziemlich alles, was passieren soll. Werde mal ganz am Schluss noch ein Beispiel geben. Aber eine gute Frage, ja. So, ja. Ich vermisse da einen entscheidenden Vorteil, dass man bei den Contracts komplette Spezifikation hat, also eigentlich eine Verifikation während Testen. Wenn man Pech hat, hat man genau die Zahlen nicht erwischt, die den Fehler provoziert. Ja, mit dem Wort Verifikation habe ich große Probleme, weil Verifikation heißt wirklich, ich habe den Beweis, wie es damals gebaut wurde. Man hat versucht, das dann auch zu beweisen. Und das hat, ich muss es so hart sagen, in die Irre geführt, weil genau da wurde dann Monster aufgebaut, die eben niemals es geschafft haben, den vollständigen Beweis zu bringen, nicht mal für Hello World. Und dann hieß es, das Ganze taugt nichts. Das hier ist die pragmatische Version. Wir verifizieren nicht, wir validieren. Wir validieren zur Laufzeit und wenn man das Ganze aber immer inkrementell macht, dann ist es wie so ein Induktionsbeweis, der anfängt zu laufen. Der Ausgangspunkt stimmt und jeder weitere Punkt stimmt
Und wenn ich es unendlich lang laufen lasse, dann habe ich sowas wie einen Beweis. Aber wir wollen nicht unendlich laufen. Wenn es jetzt Validierung ist, hat man da den Vorteil, dass man alle ausgeführten Pferde erwischt, was beim Testen nicht der Fall ist. Das ist die zur Laufzeit überprüfbare Spezifikation. Jeder Fall wird sofort angezeigt. Das versteckt sich dahinter. Aber danke fürs Feedback, dann sagen wir das noch klarer. Jetzt kamen wir beide auf die doofe Idee. Was sich da bilden, sind Lager. Die einen sagen, TDD ist super, ganz viele. Und einer sagt, Contracts, die sind auch nicht schlecht. Ja. So ist es möglich, dass man es macht, aber man kann auch was anderes machen. Man kann diese Dinge vielleicht miteinander verbinden. Und das ist jetzt die Idee, wie sieht es aus? Wir haben vorher gesehen, der Lars hat Unit-Tests geschrieben. Und diese Unit-Tests waren unterschieden in positive Testfälle und in negative Testfälle. Die positiven Testfälle haben wir genutzt, um die Klasse zu erstellen. Und wir sind dann auch hergegangen, haben noch die negativen Testfälle verwendet, um die Klasse dann weiter zu treiben. Wir hören aber bei den positiven Testfällen dann auf, wenn wir TDD with Contracts machen und leiten hier aus der Klasse, wir haben also hier TDD betrieben, aber nur zur Hälfte eigentlich, und leiten dann aus der Klasse das Interface ab. Das heißt, wir haben TDD benutzt, um in einer sehr anschaulichen Art und Weise, nämlich aus Kundensicht, Analyse und Design zu fahren. So nennt man das nämlich, wenn man eine Methode formuliert und sagt, so möchte ich es gerne als Anwender später haben. Ich habe analysiert, wie wir das haben, und ich habe designed, so will ich die Methode, dass sie aussieht. Ich leite das Interface ab, das kann ich ja daraus extrahieren, und dann gehe ich her, nehme die negativen Testfälle und entwickle auf Basis der negativen Testfälle gegen das Interface die Verträge, und zwar die Preconditions. Und da wir Clean Contracts machen, also den Kontrakt vervollständigen wollen, gilt für uns, dass wir auch die Postconditions auf Basis der positiven Testfälle nochmal hinzufügen. Jetzt könnte man da von einer Redundanz sprechen, aber auf diese Weise haben wir tatsächlich einen sauberen Vertrag geschrieben. Und genau das würden wir jetzt gerne mal vorstellen. Wir machen es nochmal anhand desselben Beispiels. Aus Zeitgründen verwendet man dann immer Teile, die wir vorher schon gebaut haben. Ja. Also, warte, ich versuch's. Ja. Also die positiven Testfälle werden ja sozusagen dupliziert. Da gibt es einen Dupliziert. Ja. Warum denn nicht bei den negativen? Dann könnte ich das ja genauso machen. Ja, aber wenn ich die negativen jetzt weiter implementiere, dann baue ich hier wieder die ganzen Guards rein. Und wir wollen die nicht reinbauen. Die sollen in die Verträge rein. Ja? Da spart man sich dann wirklich, das wäre echte Redundanz, die kann man sich da wirklich sparen. Ja, okay. Ja? Und der Code wird viel einfacher, viel lesbarer, viel kürzer und damit viel geringere Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Fehler reinbaue. Idee verstanden? Dann machen wir jetzt mal unsere Demo. Ja, ich hoffe, dass sich jetzt Eclipse inzwischen beruhigt hat. Also auch wirklich anstrengend. Ja. Das sieht gut aus. Genau. Also wie Hagen das ja gerade schon gesagt hat, im Prinzip für den Anfang, für die positiven Testfälle gehen wir vor wie vorher. Das heißt, wir können den Test und die Produktivklasse, die wir uns vorhin wegkopiert haben, beide jetzt verwenden und direkt da weitermachen, denn das sparen wir uns jetzt nochmal. Das heißt, unser Account, das wundert mich jetzt ein bisschen. Dabei hatte mir vorher noch so gesagt, er hat Clips extra so konfiguriert, dass man möglichst viel sieht. Ja, das war eigentlich der Plan. Ich probiere jetzt einmal gerade auf die harte Tour und tut mir leid. Ich fürchte, aber ich muss noch einmal einen Restart machen, denn so hat man nur einen recht schmalen Ausschnitt. Auf jeden Fall die positiven Testfälle und die Klasse für den Gutfall haben wir. Das heißt, wir haben keine Fehlerüberprüfung in der Klasse. Und jetzt werden wir sehen, wie wir dann weitergehen und den Contract dazu schreiben und den Contract erweitern. Das sieht doch gut aus. Noch. So. Wir haben hier die Klasse ohne irgendwelche Überprüfungen. Wir haben hier unseren Test, der nur die positiven Testfälle enthält. So, als erstes fangen wir an und ziehen ein Interface heraus. Das nennen wir Account Spec. Und ja, alle Methoden übernehmen wir. Fertig. Das Interface sieht entsprechend dann auch so aus. Gut, jetzt können wir von dem Interface, dann, wie wir es eben auch schon gesehen haben, ausgehend den Vertrag anlegen. Das geschieht hier. Beim Interface können wir jetzt noch das AdPure einbauen. Das ist ein guter Punkt, ja. Weil nur AdPure-Methoden dürfen in Vertragsklauseln auftauchen. Es ist ja schlimm, wenn ein Vertrag den sichtbaren Zustand verändern würde. Deswegen dürfen da nur eben Pure-Methoden verwendet werden, die garantiert keinen Side-Effekt haben. Das wird auch überprüft.
Genau, jetzt haben wir also unseren Vertrag. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Test und schreiben jetzt den Test für den negativen Fall. Das war, dass man keinen negativen Betrag einzahlen darf. Deposit, non-positive amount should fail. Das heißt, wir sagen Account, Deposit und erwarten auch eine Exception. Diesmal ist es eine Assertion Error. So, wir führen den Test aus. Das erste Mal geht der Shortcut nicht. Und genau, sehen hier das Ergebnis. Genau, der Assertion Error wurde erwartet, kam aber nicht. Gut, um das zu beheben, gehen wir jetzt in den Vertrag und fügen hier die entsprechende Precondition ein. Das heißt, Assert Amount größer gleich 0, größer 0 in dem Fall. So. Jetzt ist der Test grün. Analog gehen wir vor und haben den Testfall, dass wir einen negativen Betrag versuchen abzuheben. Withdraw non-positive amount should fail. Wieder erwarten wir einen Assertion Error. Und wieder klappt das natürlich nicht auf Anhieb. Und analog übernehmen wir eben die gleiche Vorbedingung. Amount größer 0 haben wir hier schon stehen. So. Und schließlich haben wir noch den letzten Testfall, dass wir nämlich nicht mehr abheben sollen, als es auf dem Konto sich befindet. Das heißt, wir zahlen mal einen Betrag ein von 20 Euro, versuchen 30 Euro abzuheben, erwarten, dass eine Assertion Error fliegt. Das passiert wieder nicht, ist ja auch kein Wunder, wir haben es noch nicht implementiert. Und das führt uns dann eben zu der Vorbedingung, assert amount kleiner gleich, target get balance. Fantastisch. Das heißt, jetzt sind wir schon einmal fertig in dem ersten Schritt und wir sehen, die Produktivklasse ist so schlank geblieben wie vorher. Dafür haben wir aber einmal das Interface, das wir abgeleitet haben. Hier sehen wir auch die Referenz auf den Vertrag, auf die Vertragsklasse. Und wir haben die Vertragsklasse, die eben die Vorbedingungen angibt für die Methoden. Die Vorbedingungen, die stellen eine Art von Verallgemeinerung dar. Die Verallgemeinerung dessen, was wir versucht haben, durch die Tests diskret, speziell für den konkreten Fall auszudrücken. Was wir jetzt noch brauchen, ist, um den Clean Contract zu haben, einen sauberen Code im Vertrag, brauchen wir jetzt noch die Postconditions. Wo holen wir die? Ja, dann schauen wir uns doch mal die Interpretation der positiven Tests an. Und die positiven Tests haben uns zum Beispiel gesagt, dass dann eben bei Deposit was draufgebucht werden soll, beziehungsweise bei Withdraw was abgebucht werden soll. Auch das sind die Verallgemeinerung dessen, was wir vorher spezifisch in den Testklassen, in den positiven Tests ausgedrückt haben. Und wir hätten jetzt noch bei GetBalance, wenn wir kurz reinschauen, dann auch noch überlegen können, warum ist da nichts aufgetaucht. Precondition, offensichtlich ist uns nichts eingefallen, wie man das aufs Kreuz legen können, kann immer aufgerufen werden. Und Postcondition haben wir jetzt wieder die Überlegung von vorher, das muss eigentlich immer gelten. Es muss tatsächlich immer GetBalance größer 0 sein und dann können wir das wieder in die Invariante schieben oder wir schreiben es nur dahin, sind wir auch offen, aber wir schreiben es hier wieder in die Klasseninvariante. Und damit steht's. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben wirklich versucht, in dem TDD-Zyklus drin zu bleiben, indem wir. Und das sehen wir jetzt gleich nochmal auf den Folien, wenn wir nochmal auf die Folien gehen. Wir haben wirklich versucht, in dem TDD-Zyklus drin zu bleiben. Ich zeige es nochmal schematisch. Und auf Basis eines Unit-Tests und den positiven Testfällen die Klasse erstmal zu erstellen in ihren positiven Eigenschaften. Alles geht gut. Und das ist der klassische TDD-Zyklus, wie man kennt. Dann sind wir aber hergegangen und haben den erweitert, indem wir eben auf die Interface-Ebene und damit auf die Ebene des abstrakten Datentyps oder des Datentyps und damit des abstrakten Datentyps gehen, weil wir definieren den recht abstrakt. Und dazu braucht man Interface und die negativen Testfälle und erstellen für das Interface eben die Vertragsklasse. Und damit, und den nennen wir einen Unit Contract. Das heißt, so wie wir für die Implementierungsklasse den Unit Test haben, haben wir dann für den abstrakten Datentyp mit dem Interface den Unit Contract. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, weil Contracts wurden dann auch verwendet, um eben das Zusammenspiel zwischen Klassen zu beschreiben, zum Beispiel für Design Patterns. Das gibt ein ganzes Buch darüber. Kann man machen, ist aber hier nicht das Thema. Was wir brauchen, ist die Beschreibung dieses Typs.
Und das haben wir anhand der negativen Fälle gemacht, das haben wir gerade gesehen. Und dann haben wir jetzt noch zur Vervollständigung, um einen klaren, sauberen Vertrag zu haben, auf Basis der positiven Fälle noch die Postconditions eingefügt. Zusammenfassend, wir haben auf der Implementierungsebene, der Klassenebene, mit Klasse und mit TDD gearbeitet, während auf der Typenebene haben wir dann tatsächlich die Contracts verwendet. Und das hier war das ursprüngliche Konzept, aus dem die Objektorientierung, die wir heute verwenden, heraus entwickelt wurde. Es gab noch eine andere Richtung, die ist in Smalltalk gemündet. Wird aber heute, wer programmiert heute noch Smalltalk? Die Andrena basiert auf Smalltalk, da tut es jedem natürlich im Herzen weh, wenn man das hört. Aber tatsächlich hat sich dieser Ansatz hier durchgesetzt und wurde vergessen. Sehr schön. Das hier ist die textuelle Zusammenfassung dessen, was wir gerade gemacht haben. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Das ist für alle, die es nochmal für sich zu Hause durchspielen wollen. Stück für Stück die Anleitung, das Kochrezept. Zusammenfassung, Vorteile, wenn man beides miteinander verbindet. Ja? Warum? Wir sind im Vertrag vertextgetrieben, den Wege kann man vielleicht sagen, aber der Produktivcode ist ja, wenn ich in der Produktion die Assets abschalte, dann kann ja wieder negative Beträge rauskommen. Stimmt. Es geht immer nur ums Entwickeln. Beim Entwickeln sollten die Verträge angeschaltet sein und beim Testen. Ja, was mache ich dann? Wenn ich ein Problem bei der Produktion habe, das Problem nachstellen mit eingeschalteten Verträgen. Und dann muss ich noch was machen, um meinen Implementierungscode irgendwie dagegen abzusichern. Ich würde mit dem reden, der es gebaut hat und ihm den Vertrag erklären. Also die Idee ist wirklich hier dahinter, schaut auf die Verträge, wenn er was tut. Verhaltet euch, wenn er in eine Bäckerei geht, verhaltet euch bitte anständig. Natürlich kann ich jetzt den Bäcker mit einem Schießgewehr ausrüsten, kann ich tun. Aber ich kann vielleicht auch dem Kunden erklären, du, so wie du gerade diesen Bäckerladen hier besucht hast, das ist hier nicht der Landessitte, sondern man zahlt hier. Ja? Das ist der Unterschied. Es ist wirklich eine Umkehrung dessen, ich habe eine Verantwortung, wenn ich eine Klasse verwende. Umgekehrt habe ich Rechte, wenn ich eine Klasse gebaut habe. Du, lieber Nutzer, halte dich an die Spielregeln. Das ist die Aussage. Und wer es nicht tut, kriegt auf die Finger gehauen und kriegt gesagt, du hast einen Fehler gemacht. Design. Schnittstellen aus Client-Sicht entwickelt und vollständig spezifiziert, wenn man beides kombiniert, TDD with Contracts. Code ist mit einem feinmaschigen Sicherheitsnetz aus Unit-Tests und Unit-Contracts festbar. Und dieses Netz ist viel, viel enger als das, was wir vorher gesehen haben. Wir haben Modularität und lose Kopplung, Effizienz. Wir haben Fokussierung durch Abstraktion und explizite Annahmen, kein unnötiger Code. Effizientes Debugging, da Fehler an der Quelle erkannt werden. Ideal ist an der Stelle übrigens das, was man Testing bei Contract nennt, nachts Roboter drauf zu lassen auf dem fertiggestellten Produktinkrement und es permanent zu benutzen wie ein Kunde. Und da sieht man sehr schön, ob da irgendwo Fehler auftauchen. Dokumentation zur Laufzeit, überprüfbare Spezifikation und automatisierte Dokumentation der Vor- und Nachbedingungen in Klasseninvariante in Java Doc. Sprich, Unit-Tests und Unit-Contracts als äußerst feinmaschiges Sicherheitsnetz und fehlerhafte Zustände werden bereits bei automatisierten Testen erkannt. Das ist die Sache mit den Robotern. Mal in ein Bild gepackt. TDD sah als Ergebnisbild so aus, unser feinmaschiges Sicherheitsnetz. Bei Design by Contract sah es so aus, die beiden geben sich im direkten Vergleich eigentlich nicht viel. Deswegen kann man zu Recht sagen, mach doch TDD, da bist du gut bedient, passt. Wenn man aber beide kombiniert, dann kommt ein Sicherheitsnetz raus, das so aussieht. Und das ist eigentlich der Witz an der Sache. Und ich glaube, da stimmt jeder zu. Hier können wir noch Fische durchschlüpfen, da können wir auch noch Fehlerfische durchschlüpfen. Aber hier müssen die Fehlerfische schon ganz schön gerissen sein, um wirklich durchzukommen. Und das ist genau die Erfahrung, die man mit Verträgen gemacht hat, dass eben sehr subtile Fehler auch gefunden werden können. Das heißt, wir haben ein äußerst feinmaschiges Sicherheitsnetz und fehlerhafte Zustände werden bereits beim automatisierten Testen erkannt. Genau. Was man auch noch machen kann mit C4J, wir haben ja gesehen, dass die, Entschuldigung, dass die Vertragsklassen eben auch in Java ausgedrückt werden. Das heißt, wir haben keine eigene Sprache, wir befinden uns direkt in Java. Sie sind an das Interface und an die Klasse gekoppelt, indem sie sich davon ableiten. Das hat den Vorteil, wenn wir refactoren, dann passt sich der Vertrag auch entsprechend an. Das heißt aber auch, dass wir an bestehende Klassen unsere Verträge ranhängen können. Hier ein Beispiel, was wir mal probiert haben. Es gibt ja den Equals-Contract, den kennen sicherlich die meisten. Also es gibt ja auf Object bei Java gibt es Equals und Hashcode, die beiden Methoden. Und die müssen einen gewissen Vertrag erfüllen und die hängen aufeinander ab. Wenn zwei Objekte gleich sind, muss der Hashcode gleich sein, andersrum muss es nicht gelten und so weiter. Und auch für Equals selbst gibt es verschiedene Bedingungen. Es muss reflexiv sein, symmetrisch, transitiv, wie man es eben bei Equals denken würde. Wenn man jetzt Klassen hat von verschiedenen Typen, ist es da ein bisschen tricky.
Auf jeden Fall ist wirklich explizit vorgegeben, wie das Ganze aussehen muss. Diesen Vertrag haben wir dann mal in eine Vertragsklasse gegossen und an Eclipse gehängt und dann Eclipse mitlaufen lassen. Nur hochlaufen lassen, es läuft nur hoch. Genau, also einfach bei, man hängt das Straffall über den Class-Loader, man ändert den Class-Loader, damit das C4J mitgeladen wird und die Klassen instrumentiert. Und nur beim Eclipse-Start kam dann schon gleich eine Fehlermeldung, dass eben eine Klasse den Vertrag, nämlich also dass das Equals symmetrisch ist, verletzt. Das heißt, offenbar gibt es selbst bei Eclipse oder bei Produkten, die wir im Alltag einsetzen, sind längst nicht sämtliche Verträge erfüllt. Und mit C4J beispielsweise könnte man das aufdecken. Jawohl. Das ist auch ein Beispiel dafür, ich brauche Interfaces nicht. Das mit dem Interface war didaktisch sauber, was wir gemacht haben, aber ich kann natürlich die Verträge auch an bestehende Klassen dranhängen. Und das gibt ganz neue Möglichkeiten, wenn ich mit Legacy-Code umgehe, weil ich versuche, die impliziten Annahmen, die in diesen Legacy-Klassen drinstecken, explizit zu formulieren und überprüfe, ob die tatsächlich eingehalten wurden. Es kann sein, dass meine Annahmen falsch sind, es kann aber auch sein, oh Gott, hier hätte diese Annahme eigentlich erfüllt sein müssen. Und das ist hier der Fall, der Equals-Vertrag in der Object hätte erfüllt sein müssen und er ist nicht erfüllt. Dieser Fehler ist übrigens seit 2009 bekannt. Das heißt, wir haben nur etwas aufgedeckt, was tatsächlich auch schon da ist, wussten es aber vorher nicht, haben recherchiert und haben gefunden, das hat tatsächlich mal einer erkannt und gemeldet, wurde aber offensichtlich nie abgestellt, obwohl es eine zentrale Klasse ist. Jetzt sind wir so weit, dass wir noch kurz den Abspann machen und der da lautet, düstere Zeiten, seltsame Dinge, die damals gemacht wurden, schreckenerregend. Kann man die heute irgendwie nutzen? Antwort, wer braucht heute noch Analyse und Design? Antwort, wir machen heute Analyse und Design, allerdings in einer ganz anderen Art und Weise. Nicht irgendwelche Analysten und Designer setzen sich hin, sondern wir machen es als Aktivität dadurch, dass wir aus Kundensicht einen Test schreiben. Da machen wir versteckt Analyse und Design. Das ist eine sehr effiziente, spielerische und sehr kluge Art und Weise, Analyse und Design zu betreiben. Was wir noch heute gesehen haben, dass eben es möglich ist, TDD und Verträge miteinander zu verbinden und damit tatsächlich aus Kundensicht die impliziten Annahmen, die ich immer mit mir rumtrage, explizit hinzuschreiben oder anders formuliert, die Dinge, die ich im Test ausdrücken wollte und spezifisch nur ausdrücken kann, verallgemeinert hinzuschreiben, sodass sie auch tatsächlich zur Laufzeit immer überprüft werden, ob sie tatsächlich noch wahr sind. Und damit sagen wir ganz herzlichen Dank und stehen noch für Fragen zur Verfügung. Gibt es Fragen? Ja. Wenn ich einen Contract auf ein Interface anwende, ist der Contract dann für alle Implementierungen des Interfaces gültig? Jawohl. Und zwar auch für alle Klassen, die wiederum erben von dieser Klasse, die dieses Interface implementiert hat. Das heißt, es vererbt sich durch. Gute Frage, ja. Weitere Fragen? Ja. Bei der Zeichnung mit den 7, 8, 34 Assertions, ja. Sind bei den 34 Redundante dabei? Ich habe den großen Vorteil dann noch nicht gesehen. Es sind in dem Sinne redundant, einmal spezifisch aus dem Test und dann die allgemeinen aus der Klasse. Ja, also so gesehen ist es eine Redundanz, aber einmal spezifisch, einmal allgemein. Und wenn man die spezifischen abzieht, weil die vom Allgemeinen schon abgedeckt sind, ist es dann immer noch besser. Und dann ziehen wir 7 ab, dann sind wir immer noch ganz gut unterwegs. Ja. Also das Witzige ist wirklich bei den Contracts, wenn man die viel ausfüllt und das war bei dem Starten von Eclipse sichtbar, schon allein dadurch, dass man das System laufen lässt, erzeugt man so viele Fälle, die eben an Grenzen stoßen, wo dann eben solche Verträge anschlagen, wenn irgendwas faul ist. Die merken das an der Quelle. Und das sind diese gemeinen, subtilen Fehler, wo man Stunden später merkt, warum ist dieser Wert eigentlich falsch? Und tatsächlich hat sich das Ganze schon in einer langen Kette aufgebaut vorne dran. Und das kriegt man hier sehr schnell an der Quelle raus. Das ist das, was die Leute, die das früher gemacht haben, die haben das geliebt. Weil die Fehlersuche, das Debugging war viel, viel einfacher, weil ich genau mit der Nase draufgestoßen wurde, hier ist dein Problem. Bremer Frage. Weitere Fragen? Ja. Glaube ich, sehr speziell. Wenn ich bei den positiven Testfällen, wenn ich da das Assert wegnehme, müsste es nicht trotzdem eine Assertion wirken, die aber vom Contract kommt und nicht von JUnit? Richtig, in dem Fall, wir haben ja noch die Post-Conditions hinzugefügt. Genau, ja, das würde dann greifen.